Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero. Hier ist ein kleines Exklusivvideo, wie es in Zukunft hier auf diesem Kanal weitergeht, denn im Moment läuft einiges schief. Also, Folgendes ist passiert. YouTube hat vor kurzem damit begonnen, werbeunfreundliche Inhalte nicht mehr mit Werbung zu bespielen. Das heißt, wenn zum Beispiel irgendwelche Hassreden oder irgendwelche rechtsradikalen Geschichten in Videos verbaut werden, gibt es davor und dabei und danach und so weiter keine Werbung mehr, weil die Werbepartner gesagt haben, vor solchen Videos möchten wir nicht ausgestrahlt werden. Dann natürlich, was geht mich fremdes Elend an? Hier aber das Problem. YouTube hat entschieden, dass auch Wrestling zu diesen werbeunfreundlichen Inhalten gehört. Das heißt, wenn du ein Video machst, in dem du über Wrestling redest oder vielleicht eine Promotion bist und deine Videos, deine Shows auf YouTube lädst, bekommst du ab sofort kein Geld mehr dafür. Klar, jetzt kann man wieder sagen, heul doch nicht rum, such dir doch einen richtigen Job. Das funktioniert so aber nicht, denn ich habe zum Beispiel meinen richtigen Job gekündigt, damit ich diese ganzen Videos und Livestreams für euch machen kann. Und wenn ich jetzt aber auf YouTube keinen Cent mehr verdiene, dann ist das extrem scheiße. Denn man darf nicht vergessen, das sieht vor der Kamera immer so schön aus, aber das ist ein Vollzeitjob bei mir geworden. Ich bin viel mehr als 8 Stunden dabei mit dieser YouTube-Geschichte und mit dieser Twitch-Geschichte. Da gehört Schneiden, Raussuchen, hast du nicht gesehen, da kommt alles mit dazu. Und ich kann froh sein, wenn ich es schaffe, in der Woche zumindest einen Tag als Wochenende zu haben. Und 25 Tage Urlaub gibt es bei mir auch nicht. Da kann ich mal froh sein, wenn ich mal eine Woche oder zwei habe. Aber wie auch letztes Jahr im Urlaub, habe ich ja trotzdem meine News gemacht. Jetzt ist es bei mir so, dass ich nicht YouTube alleine als Standbein habe, sondern da auch noch Twitch ist, wo ich ja meine Live-Shows mache. Und da ich nun mal leider meine Miete zahlen muss und auch ab und zu mal was essen sollte, ist es halt einfach so, dass YouTube momentan meine Videos nicht mehr monetarisiert. Das heißt, ich habe keinerlei oder so wenig Einnahmen. Meine Einnahmen sind in den letzten 3 Wochen um 92% gesunken. Das ist so, als würde euer Arbeitgeber euch einfach mal am Ende des Monats 92% eures Lohns streichen. Und ihr habt genauso viel gearbeitet und genauso gut wie sonst auch. Und solange dieses Problem hier auf YouTube so bleibt, muss ich mich hauptsächlich eher auf Twitch orientieren, denn ich habe nun mal auch meine Rechnungen, die ich zahlen muss. Natürlich werde ich nicht komplett mit YouTube aufhören, keine Angst. Es bleibt im Prinzip fast alles so wie bisher, bis auf dass meine News auf YouTube jetzt immer einen Tag später kommen. Das heißt, meine News hier kommen dienstags und freitags. Dafür kommen die News aber wie gewohnt montags und donnerstag auf meinem Twitch-Kanal, denn da kann ich auch Videos hochladen und diese Videos können nur Leute sehen, die mich abonniert haben. Das Abo kostet ein paar Euro, außer man hat Amazon Prime, dann kriegt man das immer kostenlos, was eigentlich auch ziemlich cool ist. Und da ich nun mal hier für ein Gewerbe angemeldet habe, muss ich auch ein bisschen kaufmännisch denken und auch ein bisschen wirtschaftlich und deshalb werden ab sofort meine News Montag und Donnerstag auf Twitch kommen, exklusiv für alle Abonnenten, für die Leute, die mich supporten, weil darauf bin ich nun mal jetzt zurzeit angewiesen, da YouTube nicht mehr funktioniert. Aber da ich natürlich weiterhin die Videos auch für jeden zugänglich machen möchte, gibt es sie dann einfach einen Tag später. Also so unaktuell sind die News dann auch nicht und die Pay-Per-View-Reviews und sowas, die kommen auch weiterhin hier auf YouTube auch zeitgleich und alles. Aber Twitch ist hier mein Hauptaugenmerk. Und falls ihr kein Fan von Twitch seid oder so, gibt es auch noch Patreon. Ich habe nämlich eine Patreon-Seite, patreon.com/martinguerrero. Alle Links sind auch in der Videobeschreibung. Und darüber könnt ihr sogar entscheiden, wie viel Geld ihr mir supporten möchtet im Monat. Aber auch ab einem Euro bekommt ihr diesen exklusiven Zugriff für meine Videos halt schon einen Tag vor allen anderen. Jetzt könnt ihr mich gerne haten für die Aktion, aber im Endeffekt sorge ich nur dafür, dass ich weiterhin Videos machen kann, anstatt komplett aufzuhören. Und ihr könnt ja einfach immer noch meine Videos alle gucken. Und von daher, wenn ihr irgendwen anpimmeln wollt, dann auf jeden Fall nicht mich, sondern YouTube, weil die zwingen mich zu dieser Aktion. Es heißt wohl auch von meinem Netzwerk, dass von diesem Problem mehrere YouTuber betroffen sind.
Auch aus verschiedenen Bereichen, nicht nur Wrestling. Also muss da wohl noch eine ganze Menge mehr dran hängen. Oder vielleicht ist hier irgendwas anderes schief gelaufen. Ich weiß nicht, was bei YouTube los ist. Die sagen einem ja gar nichts. Das ist nun mal immer das Problem. Und mein Gaming-Kanal, dem geht's gut. Der macht immer noch genauso wenig Geld wie vorher, aber halt gleichbleibend wenig. Nur das ist halt irgendwie ein bisschen eigenartig. Dann muss es ja doch irgendwas mit Wrestling zu tun haben, weil dieser Kanal hier ist dann wirklich nur noch aus Spaß, weil Geld bringt er hier überhaupt nicht mehr. Also auch falls ihr überlegt habt, Wrestling-Videos zu machen oder auch die ganzen anderen Wrestling-YouTuber sind von diesem Problem betroffen. Also fürs Geld würde ich es nicht mehr machen, das bringt nichts. Ich kann ja froh sein, dass ich die Sachen mit Twitch und mit Patreon überhaupt habe, damit ich weiterhin so die Videos machen kann, wie ich es bisher mache. Und damit ihr dann auch keine großen Einbußen habt oder so. Und das ist auf jeden Fall jetzt der Weg. Ich finde es auch nicht optimal, aber ja, ich muss mich halt jetzt auch dem Ganzen beugen und gucken, wie das jetzt in Zukunft weitergeht. Wenn das Ganze sich wieder erholt oder als Bug rausstellt oder keine Ahnung, dann switche ich das Ding natürlich wieder komplett zurück. Aber ansonsten muss das jetzt erstmal so laufen. Das Twitch-Abo ist eigentlich ziemlich chillig. Selbst wenn ihr meine Livestreams nicht guckt, könnt ihr halt trotzdem auf diesem Twitch-Kanal oben einfach auf Videos klicken und dann dort meine ganzen Videos halt einfach eher sehen als der Rest. Ihr könnt auch einfach auf martinguerrero.de/abo gehen. Da könnt ihr euch denn das Abo holen. Ich wäre euch auf jeden Fall sehr verbunden, wenn wir das alles stemmen können. Weil YouTube ist halt gerade ein bisschen scheiße zu uns. Und jetzt müssen wir versuchen, das irgendwie zu blocken. Denkt dran, auf Twitch gibt es dann meine News-Ausgabe schon heute. Auch ohne Werbung und so. Wenn man Abonnent ist, hat man bei mir sowieso keine Werbung auf Twitch. Und das Ganze dann hier immer weiterhin, nur halt jetzt freitags und dienstags. Was ich an der Sache einfach nur dumm finde, ist, dass die WWE 15 Millionen Abonnenten hier auf YouTube hat. Und das ist ja nicht gerade wenig. Und warum ruft Vince denn nicht mal bei Herr Google an und fragt, ob der noch ins Taco ist? Vielleicht passiert da ja auch Backstage irgendwas und wir kriegen davon halt einfach nichts mit. Aber im Moment müssen wir uns halt dem Ganzen beugen und hoffen, dass Vince oder halt irgendjemand von der WWE da mal ein bisschen was dreht. Ja, Freunde, also keine Angst, trotz allem geht das hier weiter. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Einschalten und danke für alle Leute, die mich supporten. Ohne euch funktioniert das nicht. Das habe ich ja von Anfang an schon immer gesagt, dass ich diese Support über Twitch und so weiter brauche, damit ich das auf YouTube machen kann. Und jetzt ist es halt einfach nur noch krasser geworden. Aber ich glaube, wir schaffen das. Deshalb sehen wir uns gleich auf Twitch oder auf YouTube. Wie immer. Macht's gut und ciao.